Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, das sich diesmal um ein Thema dreht, bei dem wahrscheinlich viele von euch schon irgendwie die Zähne klappern, wenn sie es nur hören. Prüfungen, und zwar große Prüfungen. Bei einigen von euch ist das Abi gerade rum, bei anderen steht es noch bevor. Viele von euch haben vielleicht auch mittlere Reife oder machen demnächst den Hauptschulabschluss, falls es das bei euch noch gibt. Viele große Prüfungen, die anstehen, und ich helfe euch ein kleines bisschen dabei. Es gibt in diesem Video 6 Dinge, die ihr vor großen Prüfungen wissen müsst. Nicht nur von mir gibt es diese Tipps, sondern wie neulich auch zum Uni-Video von meiner Freundin Anna. Wir haben uns aufgeteilt und uns mal ein paar Dinge überlegt, die euch hoffentlich helfen. Und wenn ihr speziell was zum Abi noch wissen wollt, dann schaut mal in dieses Video hier rein. Da findet ihr 5 Tricks, mit denen ihr garantiert durchs Abi kommt. Und das ganz einfach. So, aber jetzt sind wir erstmal bei den allgemeinen Dingen. Lernt am besten mit Abiturlektüren. Also in solchen Büchern sind auch teilweise die Klausuren von den letzten Jahren drin. Und das habe ich zum Beispiel sehr, sehr gerne gemacht, dass ich mir die Klausuren immer von letztem Jahr, von vorletztem Jahr angeschaut habe, um einfach auch nur zu gucken, okay, wie sind da die Fragen gestellt, ist da irgendwie was anders oder eben nicht. Und ja, ich finde, das nimmt dann auch so ein bisschen die große Angst davor. Sehr wichtig ist Folgendes, ich weiß, es klingt einfacher als es ist, macht euch nicht nervös. Diese Prüfungen, die ihr da schreiben müsst, die sind nichts anderes als die Prüfungen, die ihr schon kennt und die ihr jahrelang gemacht habt, nur dass sie ein kleines bisschen länger dauern. Ihr sitzt halt länger da und schreibt, aber es kann sogar ein Vorteil sein, zum Beispiel in Fächern wie Deutsch ist es gar nicht so schlecht, ein bisschen mehr Zeit zu haben, zu überlegen, nachzudenken, was schreibt man, sich so ein bisschen zu sortieren. Also es kann sogar eine Chance sein, ein bisschen längere Prüfungen schreiben zu müssen. Und auch das ist immer ganz wichtig. Es gibt nur ganz, ganz wenige Leute, die das nicht packen und durchfallen. Und es gibt Leute, die sind garantiert dümmer als ihr, die haben es auch schon geschafft. Womit ich nicht sagen will, dass ihr dumm seid. Im Gegenteil, ihr seid super schlau. Deswegen schaut ihr auch dieses Video an. Bringt auch genügend Essen und Trinken mit. Und stellt am besten auch alles direkt auf den Tisch, damit ihr auch alles griffbereit habt. Und zwar wirklich sehr, sehr viel Wasser. Dann natürlich ein normales Pausenbrot. Dann auch am besten Schokolade, Trauben, Obst, Gemüse, egal, alles was ihr wollt. Denn mit hungrigem Magen, denkt man eigentlich nicht so gern. Und wenn dann der Magen am besten auch noch anfängt rumzuknurren, dann lenkt das auch noch sehr, sehr ab. Eine ganz einfache Regel ist, fangt nicht zu spät an mit dem Lernen, aber fangt auch nicht zu früh an. Es gibt nichts Schlimmeres, als in der Prüfung zu sitzen und zu merken, ups, ich weiß ja gar nichts mehr von dem, was ich mir da vor 5 Monaten mal angeguckt habe. Oder aber, ich hätte vielleicht nicht vorgestern anfangen sollen zu lernen. Also den richtigen Zeitpunkt finden, und den findet ihr, indem ihr guckt, was muss ich alles lernen, wie viel Zeit habe ich noch, und dann könnt ihr euch so einen Plan machen, wann ihr was lernen wollt. Und was auch überhaupt nichts bringt, ist nochmal einen Abend vor der Prüfung da zu sitzen, sich alles in den Kopf reinzuballern oder sich selbst zu verunsichern. Am besten am Abend vor der Prüfung ein entspanntes Bad nehmen, irgendeinen lustigen Film gucken, vielleicht mit Freunden nochmal kurz essen gehen oder so. Einfach irgendwas machen, das euch auf andere Gedanken bringt und das euch nicht zu sehr an diesen Stoff bindet. Und nach der Prüfung entspannt ihr am besten. Also vergesst, was ihr geschrieben habt. Ihr könnt das sowieso nicht mehr ändern. Also hört auf zu überlegen, oh nein, jetzt habe ich da einen Fehler gemacht, oh nein, oh nein. Ihr könnt es nicht mehr ändern. Die Klausur ist abgegeben. Das heißt, verbannt all eure Gedanken, die in die Richtung gehen, aus dem Kopf und entspannt euch. Keine Ahnung, nehmt ein Bad, geht mit Freunden weg. Macht einfach alles, damit ihr nicht an die Klausur, die ihr gerade geschrieben habt, denken müsst. In der Prüfung ganz wichtig, schreibt nicht ab und habt keinen Spickzettel. Ich weiß, das hat man sonst in Prüfungen oft, das hatte ich auch das ein oder andere Mal, aber in so großen, wichtigen Prüfungen gibt es ganz strenge Regeln, die unter anderem besagen, wer spickt oder wer abschreibt, der ist sofort durchgefallen. Und das würde ich an eurer Stelle nicht riskieren, auch wenn es natürlich verlockend ist, wobei das mit dem Abschreiben bei großen Prüfungen sowieso schwierig ist, weil meistens man so weit auseinandersitzt und so genau aufgepasst wird, dass man da nicht wirklich abschreiben kann. Spicken geht schon eher mit Spickzettel oder so. Wenn ihr das macht, dann wirklich total idiotensicher, sodass keiner drauf kommen kann. Aber ich würde euch eher von abraten. Ich kenne schon Leute, die eine 6 bekommen haben, weil sie einen Spickzettel hatten und der dann aufgeflogen ist. So, jetzt seid ihr hoffentlich bestens vorbereitet und habt nicht mehr ganz so viel Angst vor den großen Prüfungen, die demnächst anstehen. Und vielleicht habt ihr ja selbst auch noch einige Dinge, bei denen ihr sagt, das sollten alle wissen. Dann schreibt sie einfach in die Kommentare hier unter diesem Video und helft anderen, die ähnliche Probleme haben wie ihr. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Erfahrungen schildern in einigen Wochen, wenn die Prüfungen rum sind. Ich bin sehr gespannt und dann sehen wir uns bald wieder. Vielen Dank und macht's gut. Ciao.